Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Zumindest sind wir hier so Gaming Paradise unterwegs und wollen uns heute darum kümmern, dass wir hier in den unteren Bereich uns darum kümmern, dass wir hier auch wirklich in Sachen Gaming unterwegs sind. Das heißt, wir gehen in Sachen Beleuchtung rein, holen uns die Deckenbeleuchtung raus und hier kommt natürlich The Beamer rein. Es ist gamertechnisch hier halt. Wir werden erstmal die Beamer einfach erstmal hier so reinpflanzen. Die schönere Beamer-Beleuchtung, obwohl wir können ja auch... Na, wir bleiben bei den Beamern. Wir bleiben bei den Beamern. So, machen erstmal hier ein paar Beamer rein. Das sieht jetzt aus wie bei mir bei Minecraft Skyblock. Wenn ich einfach irgendwo welche Beamer reinsetze, dann sind dann halt irgendwelche Beamer irgendwo drin. Heißt ja auch nicht umsonst Beam Me Up, Scotty. Auch im Gaming ist das manchmal so, wie es ist. So, okay. Dann haben wir schon mal ein bisschen Beleuchtung. Das wird mal nachher ein bisschen schöner werden. Das ist die Beleuchtung, so wie sie bleibt und ist. Gut. Dann wollen wir erstmal Tische reinstellen oder sowas hier für den Tresenbereich. Das heißt, wir werden mal nach Oberflächlichkeiten gucken, suchen dort nach Tischen. Und zwar nach schönen langen Tischen. Hier, sowas wäre geil. Und damit das wirklich auch nach Tresen aussieht, werden wir das gleich verkleiden. Ihr werdet gleich schon sehen, was ich meine. Dazu gehen wir wieder hier rein. Müssen wir mal gucken, wie das überhaupt so funktioniert. Wir gehen wieder auf Halbwände. Ja, wir gehen wieder auf Halbwände. Ich habe die Halbwände für mich entdeckt, Leute. Ich habe die Halbwände für mich entdeckt. So, die Halbwände. Danke sehr. Super, super. So viel zu dem Thema Halbwände. Und jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Tisch da drin aussieht. Der passt doch super da rein. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir bei den Halbwand-Deko-Elementen da oben reinzaubern. Wie sieht denn das alles hier aus? Basis, Stein aus Wand, ja keine Ahnung, ich sehe hier keinen großen Unterschied. Wollt ihr mich trollen oder was? Gläserne Halbwandleiste. Das wäre natürlich irgendwo geil. Die passt sogar echt gut. Die gläserne Halbwandleiste, wobei ich dann schon fast am überlegen bin, ob wir die hier etwas kleiner gestalten. Das heißt, dass wir sie hier so reinziehen. Wie sieht denn das aus? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil dann kann man am Wesen ein bisschen leichter rübergreifen, dekorieren oder das eine oder andere Ausstellungsobjekt rausholen, falls ein Kunde das haben will. So, dann muss ich noch überlegen, wegen der Tische. Ist das der Tisch, den wir verwenden, oder ist es doch eher ein ganz anderer Tisch? Wir werden uns jetzt mal nach den Tischen umschauen. Nee, da, einmal Oberflächen. Da schauen wir mal rein. Wir hätten noch diese Art von Tisch. Wir machen den mal, hey, wie sieht denn das aus? Wie hoch ist denn der? Dann hätten wir noch diese Art von Tisch. Dieser Gläser, ne? Der wäre dann auf der Höhe. Hier würde es mir nicht stören, aber dann hast du da die Naht. Auch nicht so schön. Ja, mal schauen, was wir noch haben. Dann haben wir nochmal hier. Wie sieht es denn mit den Wohnzimmer-Kaffeetischen aus? Die sind ja alle etwas niedriger, theoretischerweise. Wie sieht es denn damit aus? Der würde natürlich nochmal geil abschließen. Hier mit diesem unteren Bereich. Wie sieht es denn von außen aus? Da ist es eher Oder wir ziehen sowas rein. Dann hast du unten nochmal das Grüne. Das ist natürlich auch geil. Und der schließt auch komplett ab, der Junge. Der schließt komplett ab. Der schließt richtig komplett ab.
Warte mal. Passt der denn da sauber dazwischen? Das wird eine richtige Fummelarbeit. Habe ich denn keine Tische, die sauber zusammen abschließen würden? Das wär ein Träumchen. Ansonsten muss ich den jetzt fummeln. Gott, den muss ich fummeln, Leute. Das ist wie Kerbal Space Program, ne? Muss ich mal gucken, ob der von der Raumaufteilung auch bis zum Ende sauber hinpasst. Ne, natürlich nicht. Das heißt, auf der Innenseite muss ich tricksen, ne? Obwohl, da hast du immer die Lücken zwischen. Ist auch blöd. Ist auch blöd. Macht mich jetzt nicht unendlich glücklich, das Ding. Was ist denn, wenn ich den hier so reinversetze? Oh, dann glitscht der aber ohne Ende. Wie sieht denn das von außen aus? Dann hast du immer so ein Doppelding. Das wäre ja nicht so schlimm. Aber das Glitschen geht mir... Oh, nee. Also das Glitschen geht gar nicht. Wie sieht's denn mit denen hier aus? Der würde auch so sein. Ich sieht so aus, als muss ich wirklich alle friemeln. Ich friemel den aber von vorne dann. Und da hinten muss ich dann halt gucken, wie ich das zauber. So, das heißt, hier kommt er sauber rein. Und jetzt kommt die Friemelei. Jetzt kommt die Hardcore-Arbeit. Gott, ey. Jetzt kommt die Liebe zum Detail, Leute. Mann. Ja. Irgendwie beim Einsetzen schiebt er sich nochmal ein Pixel. Ne? Seht ihr ja. Ne? Wow. Das ist jetzt richtig hardcore. Da soll mal jemand sagen, Dark Souls wäre das schwierigste Spiel. Sag ich mal nur so, deine Mutter ist Dark Souls. So, okay. Wobei der Anfang bei Dark Souls, wenn man keine Ahnung hat, ist wirklich schwer. Besonders wenn man kein Gamepad-Spieler ist, also grundprinzipiell war nicht so. Und dann doch auf einmal mit Gamepad was spielt. Dann kämpft man eigentlich eher mit dem Gamepad statt mit den Spielen. Ne? Aber nachher ist Dark Souls richtig geil, Leute. Also für alle, die noch kein Dark Souls gespielt haben, wenn es im Sale ist, gibt dem Spiel echt mal eine Chance. Oh, Leute. Ein Element wäre das, warte mal. Ein Element. Hier ist nicht ganz zwei Elemente breit. Also es würde nichts bringen, wenn ich ein Element dahin ziehe. Oder? Nee, würde nichts bringen. Ja, dann muss er an der einen Stelle halt glitschen, wa? Ja,
da ist halt der Einsteller halt am Glitchen. Da ist das halt so. Meine Güte. Dann haben wir eine Glitchstelle, aber der Rest sieht gut aus. Der Rest sieht verdammt gut. Ja, ist in Ordnung. Kannst du so machen. Ja, geil. Das ist geile Schaufenster. Da kommt noch nicht mal ein Apple Store hinterher, Leute. Hm? Das ist doch mal ein Schaufenster. Also, die Mühe hat sich gelohnt. Die Mühe hat sich echt gelohnt. Das gefällt mir. Hammergeil. Oh Gott. Schaufenster abgeschlossen. Ist schon mal cool. Jetzt brauchen wir natürlich die Verkaufsfläche. Ich würde mal sagen, wir bleiben sogar bei diesen Tischen. Und würden einmal hier außen so Regale, Tische und dann Innenbereich auch verschiedene Teile. Und Stühle und Büromöbel, also PC-Tische und so, heute kommt ja hier hin. Ja, die werden ja hier auch verkauft. Ja. Schreibtisch, Wunder. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein komisches Teil. Ja, dann kommt sowas hier zum Beispiel hin, ne, und solche Geschichten. Der super Kontrollcenter, ne, für super Gamer, ne, und so Zeug. Da werden wir noch einiges reinhauen. Jetzt wisst ihr, warum wir so eine große Fläche haben. Wir haben mal Auswahl. Leute. Ja? Nicht so wie bei typischen Elektronikfachmärkten, wo es dann einfach nur einen PC-Tisch gibt und schick ist und so weiter. Nee, hier gibt's richtig Zeug. So. Das muss man mal überlegen. Wie fangen wir hier an? Regale. Was haben wir denn hier? Regale, Wanddeko, was haben wir denn da? Sowas. Schön. Hör mal, dann ist doch hier. Ah, ja. Dreck. So. Vitrinenblas sowieso, was haben wir denn da? Ah, ja, sowas wäre auch eine Idee. Und dann sowas reinstellen, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich denke, wir machen mit den Dingern weiter. Gehen wir nochmal in die Oberflächen rein. Sei nicht so oberflächig, doch, manchmal schon. So, jetzt kommen die Dinger nämlich auch hier hin. Gott. Da machen wir wieder Draufsicht. Gott, das ist echt die Härte, die Dinger hier. Oh. Pixel Perfect ist das hier. Das ist Pixel Perfect Arbeit. Oh Mann, ey. Was habe ich mir hier wieder vorgenommen? Wieso tue ich mir das eigentlich an? Ich weiß es nicht. So viel Mühe geben sich doch meistens auch noch nicht mal die Hardcore-Profis, die sich so mehr schimpfen. Es gibt aber so manchmal so Leute, die dann sagen, ja, ich bin ja so voll der Profi-Streamer und so und bla und hab so und so viele Abonnenten. So, wenn du dann da mal in so einen Kanal reingehst, dann wird ja alleine schon vom Mikrofon schwammig. Ja, oder der übertriebene Facecam oder irgendwelche Spenden-Donation-Goal-Anzeigen und so. Und denkst du so, ja, was ist denn jetzt vom Spiel noch über? Ne? Warum? Wieso tust du dir das hier eigentlich an, ne? Ja, und hier glitscht da wieder. Oder warte mal. Ja. Ja, nicht jetzt. Ich kann das einfach so machen. Dann haben wir da zwar ein bisschen Wandabstand, aber das ist mir jetzt lieber als das Glitschen. Manchmal muss man Kompromisse finden, ne? Wahnsinn. So, jetzt haben wir mal die nächste Wand. Das war's dann auch, Mensch. Oh Gott, ey. Ey.
Da muss ich jetzt an diverse Kerbal Space Programme denken, wo ich dann sehr friemelige Positionierungen beim Baumodus absolviert habe. Wo es dann auch sehr, sehr pixelgenau gesetzt habe. Da war nicht nur Funktion, auch Design war wichtig. Ich sag mal nur alleine die von Braun. Das war ein geiles Projekt, Leute. Die von Braun waren. Das war ein Projekt, das habe ich gemocht. Für Leute, die jetzt nicht wissen, von was ich gerade erzähle. Kerbal Space Program ist so ein Weltraumsimulationsteil, wo man da ein bisschen so Marktwirtschaft mit drin hat. Man muss auch ein bisschen auf Geld achten, auf Forschungspunkte achten, Entwicklung und so ein Zeug alles. Und muss dann auch aktiv die Raketen im Weltraum herumsteuern. Ist ein saugeiles Ding. Macht irre viel Spaß. So, bis dahin. Vielleicht machen wir den sogar auch noch weg. Müssen wir mal gucken. So, wie sieht denn das Ganze jetzt schon mal aus? Yo. 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 So ist das schon mal gut. So, dann haben wir die Regale. Ja, Regale, Regale, Regale. Entweder wir machen ja sowas hier. Er sieht mir ein bisschen blöd aus. Eine Kaminfront, ja super. Wir machen hier sowas Designtes rein. Oder was ganz schlicht. Hier, sowas. Immer so eine Dreierkombination oder sowas. Ist schon ein bisschen sehr hell, das Ding. Eins, zwei, drei. Genau. Ne, warte mal. Da ist in der Mitte angesetzt und da in der Mitte angesetzt. Hier ist in der Mitte angesetzt. Nee, ist doch richtig. Mich gerade sind die Optik ein bisschen getrollt. Kennt ihr das, wenn die Optik trollt? Wie nah ist denn das jetzt so? Ist das richtig? Muss ich echt nochmal überprüfen. ja. Dieser kleine optische Kniff dann, ne? Ich sehe gerade, dass ich tierisch überziehe. Ich mache noch diese eine Regalwand fertig. Verabschiede mich dann schon mal so langsam. Das ist, sage ich euch, einen recht schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.